Ja, hi Freunde, willkommen zurück hier in No Man's Sky. Wir fliegen gerade zu diesem abgestürzten Schiff und ich sehe gerade, hier gibt es auch noch so ein Dings da. Da gehen wir natürlich auch kurz vorbei. Wir brauchen ja noch ein paar Sachen, denke ich mal. So langsam klappt es auch mit der Luke-Steuerung. Ich lande immer näher an dem Zeug da dran. Da gibt es aber viel Frachtabwurf-Zeugs. So, noch mehr? Nö, das war's. Okay, schauen wir mal, was es da drin so gibt. Ah, das stimmt wieder. Scheiße, natürlich scheiße. Meins hat 22, das hat nur 21. Kommen in der Vorratsmatrix. Das kann ich verkaufen. Krakra und Gig. Amulett, Schildspieler kommt auch weg. Den Rest kann ich eigentlich behalten. Ja. Was gibt's denn da zu kaufen? Vielleicht ein Barbentrieb. Sieht schlecht aus. Kupfer. Soll ich das holen? Ich glaube, das brauche ich. Hab ja genug Kohle. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Oh, Mann. Kann ich gleich weiter? Wenn ich da schon war. Die habe ich auch schon. Wieso stehen die in der Luft? Die stehen in der Luft. Wieso? Okay, da hat sich scheinbar der Server verabschiedet. Aber hochladen kann ich scheinbar. Laden wir das da auch hoch. Das ist ein. Och nö. Jetzt muss ich doch wieder Fenster zumachen. So, ich hoffe, das hört man nicht. Was im Weg. So. Okay. Dann benennen wir das Ding da einfach mal Schmetterling. Oder? Ach, machen wir einfach Schmetterling. Schmetterling. Okay. Müsste ich jetzt alles oben haben. Vorerst mal. Jo. Gut. Drei Viecher fehlen mir noch. So, ich muss darüber zum abgestürzten Schiffchen gehen. Was das? Ich glaube nicht. Ich bin in dem Loch gelandet und das Ding ist da oben irgendwo. Naja. So sieht das Ding aus. Ist das gut oder schlecht? 17 Plätze. Wieder. Ich habe 16 und das hat 17. Brauche ich nicht. Wobei das hat schon ein bisschen. Na gut, das werfe ich dann sowieso alles raus, also brauche ich es wirklich nicht. Was haben wir da noch? Trümmer. Mir steckt der Geruch verwesenden Fleisches in die Nase, als ich das spartanische Innere des verfallenen Schiffes betrete. Ein paar Meter von der Ausstiegsluke entfernt liegt eine riesige tote Bestie, die eine Art Militäruniform trägt. Eieiei. Dahinter steht ein teilweise kaputtes Regal mit militärischen Multiwerkzeugen, das von einem funkensprühenden, fremdartigen Mechanismus gesichert wird. Die Tür zum Cockpit ist leicht geöffnet.
und ich kann darin funktionierende Ausrüstung sehen. Versuchen, ein Multiwerkzeug zu nehmen, gibt eh nichts Besseres, also kann ich das lassen und Cockpit betreten. Ein Pilot liegt auf dem Bedienfeld. Unter ihm ist eine Schiffstechnologie, die ich herausreiße. Ist bereits bekannt, natürlich. Wie immer. Ach, da brauche ich diesen Atlas-Pass, was ich nicht habe. So, was haben wir da noch? Auch bekannt. Ja. Alles ist bekannt. Bereits bekannt. Da ist noch was. Nicht nah genug da dran. Ups, habe ich jetzt wieder falsche Taste gedrückt. Gold. Ist bisschen was wert. Auch wenn man nur wenig da rauskriegt. Leider. 40 pro Aufladung ungefähr und dann insgesamt höher sind es glaube ich um die 100. Ja, sage doch 40 pro Dingens. Also pro Abklingzeit. Ja, da ist ein bisschen mehr drin als 100. Wieder genau 40. Ich glaube, diesmal kriege ich weniger als 40. 34. Das Problem ist halt hier im Boden, da ist nichts drin. Kaum was zumindest. Naja, im Boden eigentlich überhaupt nichts, nur da oben. Bisschen was. Dann nehme ich das da noch mit und das da. So. Dann gehen wir zum Fragezeichen. Ja, wieder unter Wasser. Ich lande auf dem Ding. So. Und darüber. Eieiei, das ist schon ein bisschen weiter weg. Oh, schreib nicht nur so viel, du Arsch. Blub, 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 blub. Oh, da ist ein Loch im Boden. Ach ja. Ist da irgendwas Besonderes? Da ist eine Höhle. Eine Unterwasserhöhle. Ich muss nur aufpassen, dass mein Sauerstoff nicht ausgeht. Heißen. Hm. Oh, verdammt, ich glaube, ich komme da nicht raus. Na doch, da geht's hier raus. Glück gehabt. Schaffe ich das?
So. Ach, ich sollte vielleicht mal komplett raus, damit sich das Wasserding da aufladen kann. Kriege ich ja gar nichts. Hui, 50 Eisen. Kohlenstoff. Zu weit weg. Iridium. Oh. Wollte ich nicht. Okay. Geht scheinbar nur, wenn ich drauf stehe. Ach, das war schon alles. Nö. Oder doch? War schon alles scheinbar. Naja. Dann gehen wir weiter. Irgendwie ist der Planet irgendwie langweilig. Hatte ich da nicht noch irgendwas zu entdecken? Nö. Was ist denn das da oben? Da war ich, glaube ich, gerade. Ach, da war ich auch schon. Naja, ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite des Planeten. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Weil hier sieht es mir ein bisschen trostlos aus. Ich gehe mal dahin. Obwohl, es ändert sich jetzt eh gleich alles wieder. Bisschen bläulich aus und grünlich. Aber auch nicht so ganz grünlich. Mal gucken. Keine Viecher in der Nähe. Das ist noch weniger los als sonst wo auf dem Planeten. Zu weit weg. Weiß
44, wow. Mehr als ich jemals innerhalb von einer Abklingzeit bekommen habe. Jetzt wieder genau 40. Da ist aber viel Gold drin. Ich könnte ja das ganze Ding hier abfarmen, weil ich brauche Kohle für ein neues Schiffchen. Vorausgesetzt, da landet einer in der Nähe mit einem gescheiten Schiff. Komme ich da hoch? Ja. Eventuell. Oh, nicht daneben gehen. Ich will nach oben. Ja, so ungefähr. Jedenfalls sehr viel Gold. Es ist ein bisschen was wert. Nicht so viel wie manch anderes Zeug, aber schon einiges. Vor allem, wenn ich den ganzen Stack da verkaufe, dann bringt es ordentlich was. Ich rutsche ein bisschen ab. Ach. Ja, das Wegbomben bringt nicht viel. Da wieder die Warnung, Inventar voll. Hoppala. Okay. Nur ein bisschen abgerutscht, nicht runtergefallen. Ich muss mal kurz da hoch und gucken. Vorne läuft was. Also sollte ich mal kurz da vorüber gehen, bevor ich woanders hingehe. Vielleicht gibt es da ja noch ein anderes Türchen. Was ich nicht habe. Aber allzu viel kommt da auch nicht mehr raus, glaube ich, demnächst.